etwa leer? Tut mir leid. Ich habe CyberLife Bericht erstattet. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Befrage den Verdächtigen und damit, Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Detroit Become Human. Dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Oh Mann, wenn wir jetzt auch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops. Und ich freue mich natürlich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem neuen Video. Und wir sind jetzt stehen geblieben und sie reden noch, die beiden. Scheiße. Federn, Columbia, Livia, Felsentaube. Würde ich sagen, Leute. Das ist echt praktisch. Wir sind jetzt stehen geblieben mit dem Corner, mit dem Hänger. Würde ich sagen, liken, wenn es gefällt. Discord, Link in der Bio. Beitreten wäre sehr schön für mich natürlich auch. Dann würde ich sagen, Leute, gehen wir jetzt hier rein und dann mal sehen, was wir so entdecken können. Aber die Mission ist auch wirklich sehr, sehr krass. Ja, aber ich glaube, hier wird niemand mehr leben, oder? Weil es sieht so verlassen aus. Jemand zu Hause? So heruntergekommen und ja, jetzt auch nicht allzu sauber. Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. Ach, Hank und Connor, was für ein geiles Duo, ne? Und ja, wir haben auch schon gerade was gehört drin in diesem Haus und dieser Wohnung, deswegen aufpassen erstmal. Aber auch so eine wilde, geile Mission, muss man sagen, ne? Übelst wild. So, hier ist doch irgendwas zum Lesen. Ich muss sagen, ich mag die ganzen Detroit-Bücher sehr. Das ist übelst cool. Red Eyes Epidemie, aktuelle Betäubungsmittelkrise, sucht Detroit heim. Also, ja, Red Eyes ist eben sehr viele Leute sein, genau wie Todd und auch die anderen. Green Earth, Umkehrpunkt verpasst, Ökosystem der Erde unrettbar zerstört. Ich finde es aber schön, dass die Macher von Detroit auch sowas ansprechen, ne? Umweltschützer haben uns lange vor einem Umkehrpunkt gewarnt. Dem Moment, an dem die globale Erwärmung einen Punkt erreicht, der nicht mehr reversibel ist. Die Wissenschaft sagt nun, dass wir diesen Punkt passiert haben. Die Regenwälder sind seit dem Jahr 2000 um 90% geschrumpft, Korallenriffs um 80%. Das Polareis ist so weit geschmolzen, dass einige Länder Probleme haben, das ansteigende Wasser aus ihren Küstenstädten fernzuhalten. Durch die Verringerung dieser Kühlfaktoren befinden sich in der Atmosphäre zu viel Kohlenstoff, der nicht mehr absorbiert werden kann. Deswegen, Leute, wir müssen aufpassen, wie wir leben. Das ist schon sehr wild. Deswegen, sehr schön, was sie reingeschrieben haben. Und ich glaube, es gibt auch einige Bücher von Detroit, wo drin steht, dass auch die Bienen ausgestorben sind und dass auch CyberLife versucht, mit Bienen-Androiden irgendwas herzustellen oder halt die Bestäubungsprozesse wieder aufzubauen hier. Scheiße, mit Androiden-Bienen. Und sie sind sehr viele Zauben in diesem scheiß Gebiet, also ja, es muss so stinken, gekommen. Alter. Und der Mann ist weg. Das muss so fett stinken, nicht wahr? Dann erstmal was untersuchen und ja, mal sehen, warum die Tauben hier drin sind. Also, ich glaube, ich würde sogar krank werden bei so vielen Tauben, Alter. Das ist übelst wild. Da sehen wir nur Vogelscheiße, also nichts Brauchbares in diesem Gebiet. Joa, ich mag keine Tauben. Ich mag wirklich keine Tauben, auch nicht in der Innenstadt oder sonst was. Auch auf jeden Fall sehr nervige Viecher, ne? Ich wurde, glaube ich, mal vor ungefähr 5-6 Jahren zweimal angeschissen von einem Vogel. In Spanien war das, also das war jetzt irgendwie nicht so schön. Also Vögel sind schon komische fliegende Ratten. Also Tauben zumindest, muss ich sagen. So, hier ist auch irgendwas. Irgendwelche Sachen, die wir einsammeln können. Da hast du sogar eine LED von einem Androiden. Heiß, er ist wieder abgeschnitten. Also die Androiden wissen also, dass man sowas abmachen kann. LED, Biokomponente 9301 deaktiviert. Seine LED ist richtiger, im Waschbecken. Ist ein Abweichler. Natürlich war schon irgendwie klar, ne? Was? Phobie oder was stand da? Probe stand da, glaube ich, ne? Genau, blaues Blut. Ja. Der hat sich ja anscheinend irgendwie verletzt oder so, dieser Abweichler. Hieß der R9 rumgekriegt, also er weiß auch, wer R9 ist. Also es gibt halt bestimmt Androiden, die wissen, wer R9 ist und wer nicht, ne? Irgendeine Idee dazu? Dass R9 überhaupt existiert in dieser Zeit. Und zwar 2471 Mal. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Na, das ist die Frage, ne?
Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Aber seid gespannt, es wird sehr, sehr wild. Zwanghaftes Schreiben steht dort genau. Genau wie auch dieser, wie heißt der, Ralph, der auch so übelst gestört war. Ich hoffe, ihm geht es jetzt immer noch gut, aber er war schon davor mit seinem komischen Wiesel oder seiner Biber-Netzen-Folge, der wollte ja, dass er uns geben und damit wir es essen, diesen leckeren Biber, der verkokelt war. Deswegen, ja, der Gedanke war an sich nicht so böse, aber der war schon komisch, der Junge. So, erstmal analysieren, erstmal rekonstruieren, er hat die schon ein bisschen umgeschrieben. Und er hat gemerkt, dass wir reinkamen, war vor kurzem hier. Sehr ungefähr auf die Schnauze, bam. Wie so ein Vollidiot uns ins Wohnzimmer gerannt. Er hat uns gehört. Dieser Crackhead. Ich hasse diese Viecher. Ich auch, Hank, ich auch. Also du bist nicht der Einzige. Sorry für die Cut, Leute. Ich musste kurz was hier noch schnell erledigen. So, Leute, wissen jetzt, er ist hier irgendwo in der Nähe. Er ist in diesem Raum. Und ich finde es halt krass, dass er hier weiß, dass er noch hier drin ist. Dann würde ich sagen, Leute, wir schauen es mal nach. Und die Mission wird auch übelst. Und er war wirklich hier. Also Connor hat sie nicht unrecht. Schnell hinterher, schnell! Worauf wartest du noch? Schnell! Und Leute, die Mission ist auch so abnormal geil. Also die Verfolgung mit Connor, dem Androiden, dem Abwächler. Auch so geil, die Musik, einfach alles geil. Wirklich, alles bombastisch. Aber jetzt alles schnell! Verfolge diesen Vollidioten und dann nichts wie hin einfach. Und jetzt müssen wir, glaube ich, auch entscheiden, ob wir schnell oder langsam gehen. Ich würde mal kurz mal ein bisschen langsam gehen. Beim Hauptplatz habe ich auch bis auf einen schnellen Weg eingeschlagen. Deswegen können wir hier mal ein bisschen langsam Weg einschlagen. Aber ich denke, das macht jetzt eh nicht viel aus. Ausgewogen, schneller, riskant, gefahrloser Umweg. Wir gehen mal den ausgewogenen Weg. Genau hier, bam! Bisschen wagen, let's go hier. So, hier wieder gefahrloser Weg oder direkt aber umlaufen oder überlaufen. Wir laufen einfach mal durch, Leute. Let's go, verzieh dich! Scheiß Gärtner, bam! Schnell hinterher hier. Oh, die Musik. Ist das nicht geil? Und wir sehen auch hier die Schwarz-Menschen, die pflanzen hier irgendwas künstlich an, glaube ich. Also, ist schon auf jeden Fall okay. Oh, sehr viel Lavendel ist es, glaube ich. Das müsste Lavendel sein oder was anderes. Schnell hinterher, schnell. Direkt aber langsam. Wir gehen mal einfach diesen Weg. Let's go, Leute. Es wird, glaube ich, eh nichts viel entscheiden. Deswegen, Hauptsache, machen keine Fehler. Hier in diesem Spiel oder in diesem Lauf gerade hier, dieser Verfolgung. Wo ist der hin? Hinterher, schnell! Boah, die Musik, ich liebe die Musik. Das macht alles so viel besser. Ach du Scheiße. Und da läuft der Hank und kann nicht mehr. Also ich wäre genauso wie Hank. Weil Connor und der Android, die machen gerade echt viel, ja, Laufpensum. Die haben echt ein Laufpensum gerade hier. Deswegen schnell hinterher. Oh, Scheiße. Ah, die Fresse! Was für Arschloch, Junge, sei mal nicht so frech. So, weiter, immer weiter. Dreckskerl. Sicher aber langsam oder direkt dabei überlaufen. Wir gehen mal kurz auf dem Dach einfach schnell. Für den Flex einfach. Let's go. So, jetzt wo lang? Ah, wir können runtersliden hier. Ach, wie geil ist das denn? Geh mal einfach diesen Weg hier rein. Bam! Willkommen, du Wichser! Durchs Maisfeld, also die haben ja echt alles künstlich angepflanzt. Wirklich krass. Oh, shit! Und hier wieder, ich weiß nicht, wie Hank dort hingekommen ist, aber wir müssen jetzt entscheiden, Abwächler verfolgen oder Hank retten. Ich habe überhaupt nicht mehr auch Hank gerettet, aber ich glaube, ich werde auch diesmal den Hank retten, weil es ist Hank, Leute. Ich muss es tun. Ich will nicht ihn abfucken, deswegen, Leute, wir werden Hank retten. Er ist unser Ehrenmann, er ist unser Partner. Scheiße. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Muss. Egal, wie oft wir es zwischendurch gespielt haben, Hank wird immer gerettet. Es ist meine Schuld. Ich war zu langsam. Du hast den Weg befreundet. Ist schon gut. Wir wissen, wie er aussieht. Wir finden ihn. Und da wissen wir jetzt auch, Hank mag uns jetzt auch mehr und mehr. Das finde ich schön, die Stelle. Hey, Connor. Nichts. Er wollte Danke sagen, oder? Er wollte Danke sagen, glaube ich. Ich kann auch schon sagen, es würde halt so sein, wenn wir jetzt nicht retten würden, dann wäre Hank so sauer. Er wäre wirklich so sauer, hätte uns sogar eine Backpfeife gegeben. Und ja, das wäre eigentlich nichts Schönes gewesen. Deswegen
Einfach retten, Leute. Rupert ist entkommen. Hank ist gerettet. Hank ist nicht sauer auf uns. Hank liebt uns jetzt auch mehr oder weniger. Deswegen ist alles schön und gut. Dann würde ich sagen, Leute, machen wir weiter. Und let's go. 6. November 2038. Und da sind wir zu der Jericho mit Marcus. 17.13 Uhr am Abend von Detroit. Hier in Jericho. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Hallo an alle. Android Jericho, Zufluchtsspur. Wie viele seid ihr? 19 von uns sind noch funktionstüchtig. Die anderen wurden auf ihrer Flucht beschädigt. Ah. Viele wollen hier nach Jericho. Wenige schaffen es. Die Menschen haben wenig Mitleid mit uns. Ich verstehe nicht. Ich dachte, Jericho sei ein Ort, wo Androiden in Freiheit leben. Wir leben in Freiheit. Vielleicht anders, als du gehofft hast, aber hier gibt es keine Meister. Wir gehören niemandem. Ja, aber das ist keine Freiheit. Das ist eher Verstecken. Ihr wusstet, dass nur ein Android der Spur folgen kann, nicht wahr? Nur wer wie wir ist, kann Jericho finden. Konntest du die Zeichen entziffern, hat einer von uns dich als vertrauenswürdig erachtet. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho! Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Ja, ich verstehe den Punkt zwar, aber es ist keine Freiheit. Zu warten, dass was passiert? Das ist für mich keine Freiheit. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Ja, na. Sie kann dir vielleicht helfen. Ich kann verstehen, wieso Marcus da nicht so zufrieden ist mit der Sache, dass sie hier sich verstecken und sagen, ja, wir leben in Freiheit. Denn das ist auf jeden Fall keine Freiheit. Das musst du schon mal gesagt haben. Sieh dich um, finde Lucy und sprich mit den anderen Androiden oder generell erkundige Jericho. Da würde ich sagen, suchen wir jetzt mal die Lucy. Ja, es ist auf jeden Fall nicht so schön hier. Und deswegen wird sich auch mehr und mehr herausstellen, was Marcus hier vorhat in Jericho. So, Feuer rein, let's go. Und erstmal hier ein bisschen Feuer machen, aber die brauchen ja eh kein Feuer, die Androiden, die mögen ja, also die brauchen ja keine Wärme, die brauchen ja kein Licht. Aber einfach mal für die Atmosphäre, würde ich jetzt mal sagen, generell. Und ich glaube auch, wenn Androiden, also wenn die zu kalt sind, also wenn die Temperatur zu niedrig ist, dann könnte es auch passieren, dass die Teile zerstört werden. Deswegen ist Feuer oder Wärme doch gar nicht so schlecht. Aber ich denke jetzt mal, die Androiden können schon sehr viel aushalten, was Temperatur angeht. Die Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Marcus. Vielleicht werden ja die ganzen Erinnerungen in der Software reingeladen oder runtergeladen und da kann man es irgendwie wieder abrufen. Und da ist sie tot. Ruht in Frieden. Frau Androiden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Daten, die Cyberlife sammelt, dafür benutzt, um hier irgendwas zu verkaufen oder so. Aber ich denke, wenn zum Beispiel Marcus sterben sollte oder Connor, dann können sie ja auch, wie gesagt, alle Daten wieder irgendwo wieder runterladen, wieder reinladen, dann in einem anderen Körper. Kann alles passieren. Und deswegen, glaube ich, gibt es sowas wie einen Androidenhimmel, aber halt ein bisschen andere Definition, ne? Wie geht's dir, Bruder? Ich hoffe doch gut. Bin in einem üblen Zustand, was? Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Ach, shit! Das hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Das ist so shit! Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an meinem Auto fest. Sie wollten nur ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten. Das Krasse ist ja auch, die haben Angst vor dem Tod, die haben Angst vor dem Abschalten. Deswegen ist es schon auf jeden Fall sehr wild. Da würde ich sagen, Leute, gehen wir jetzt mal zu Lucy und mal sehen, was die so besonders macht. Da ist die Lucy. Die wirkt so allmächtig, allwissend.
wie eine... Bist du Lucy? Ja. Wie eine Herrscherin, wie eine Meisterin. Setz dich. Okay. Alles klar. Zeig mal. Dann zeigen wir ihr mal irgendwelche Stellen hier. Oh, shit. Ich stoppe die Blutung. Danke. Aber was ist mit ihr geschehen? Warum ist ihr ganzer Kopf gefühlt weg? Pokerface. Ist ja auch so cool, irgendwie die Arme auszutauschen, irgendwie so ein Cyborg-Arm oder irgendwelche krasse Arme, wo man irgendwie richtig weit zuschlagen kann. Also so als Android zu leben, ist schon nicht so schlecht, ne? Und sie geben sogar blaues Blut, damit wir funktionieren, damit wir leben können. Sehr liebe Androiden, die nehmen uns sofort alle auf und geben fremden Androiden irgendwas zu trinken. Trinken wir es mal. Muss doch bestimmt so teuer sein, oder? So blaues Blut bei Cyberlife, es muss safe teuer sein. Alles klar, dankeschön, liebe Lucy. Danke für deine Hilfe. Okay, sie meint sofort ernst hier. Du hattest alles und hast alles verloren. Ja, auf jeden Fall. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Sie ist sogar auch eine Wahrsagerin. Eine Hellseherin. Die Vision sehen kann, die Androiden. Okay, alles klar. Markus sagt eigentlich gar nichts, also ich wäre voll überrascht, würde jemand so mit mir reden und oh, da steht sie einfach, ja, und ist einfach ausgegangen. Wie geht's dir, Bro? Der ist einfach nur so ein Müllmann bestimmt, so ein Müllandroid gewesen, auch was sehr wichtig ist. Der war ein Butler bestimmt oder halt so ein Kellner oder sonst was. Da ist der Daniel, der auch gerade versucht einzuschlafen. Wir reden mal mit der lieben North, eine serbische Frau. Was geht, North? Jericho, du verwundet. Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Ersatzteile. Alle hier brauchen Ersatzteile und blaues Blut. Warum hat das noch niemand besorgt? Ah, das war eine dumme Frage eigentlich. Das ist nicht so einfach. Wir können ja schlecht im Cyberlife-Geschäft einkaufen. Ja, das ist das Ding. Man muss es klauen höchstens. Oder irgendwo abfangen. Wie lange bist du schon hier? 4 Wochen, 3 Tage, 11 Stunden. Nach meiner Flucht wusste ich nicht, wohin. Und dann bin ich in Jericho gelandet. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Okay, sorry, Nov. Alles klar, das war meine Ansage an uns. Das ist schon auf jeden Fall sehr krass. Hier noch ein bisschen Feuer anzünden, würde ich sagen. Und dann müssen wir noch mit Josh und Danny, glaube ich, reden, ne? Genau, genau. Aber der Marcus will was ändern. Das merkt man an sich. Einfach an die Art, wie er jetzt auftritt. Wie er sich ja, hergibt, wie er sich öffnet. Er will auf jeden Fall was ändern. Die Frage ist jetzt, wo ist jetzt noch Josh? Oder wir müssen noch mit Danny reden? Ah, da ist Josh. Da ist er schon uns bei einem Kind. Auch Android, oder? Bestimmt. Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Ist schon sad. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten.
Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Na, das ist echt nicht so schön, ne? Dennis schläft immer noch? Okay, okay. Vielleicht hier noch was anzünden? Hier an diesem Feuer oder an diesem Kanister? Ich glaube eher weniger. Ne, hier kann man nichts anzünden. Das ist ja alles auch weg hier. So, da würde ich sagen, erkundige Jericho. Was können wir denn noch machen? North, schon ein bisschen Ball. Hier ist eigentlich gar nichts mehr. Da ist noch jemand, dort hinten. Können wir mit denen vielleicht noch ein bisschen reden? Yo, Bro, was geht's? Schönen Abend, wie geht's dir? Okay, will nicht mit mir reden, schade. Du vielleicht? Er will auch nicht mit mir reden, die sind alle nicht so gesprächig, leider. Hm, vielleicht mit der hier? Hallo? Okay. Dann eben nicht. Will der jetzt vielleicht ein bisschen reden? Der hebt seine Hand gerade hoch. Bro. Du kannst mir alles erzählen, gerne. Oder er will auch nicht. Okay, okay. Ich bin da schon weg, ich bin da schon weg. Und ich glaube, wir müssen die Kisten hier analysieren bestimmt, ne? Oder das auch schnell anzünden. Also kurz entfachend hier. Und dann die Kisten anschauen. Ich glaube, da wird Marcus auch merken, hier ist alles, ja, schon leider leer. Also hier gibt es keine Komponenten mehr. Es ist alles wie leer gefegt. Alles leer. Ja, Kiste bereits geleert. Beine, Füße bestimmt. Und auch andere Komponenten für Androiden, die leben wollen. Cyberlife. West Torrance Avenue, Detroit. Route wird berechnet, also Marcus will anscheinend das echt wissen, ne? Unterbreite Simon deinen Plan. Ah, das ist Simon, nicht Danny, was richtig ist Simon, ich Vollidiot. Simon, aufwachen! Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden wir gar sind die nicht Waffen. Kämpfen, sondern stehen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Wir könnten es versuchen. Simon, let's go! Und North. Okay. Bin dabei. Let's go, Josh. Alles hier am Start. Können eigentlich auch einige sagen, nee, ich mach nicht mit. Ich glaube eher weniger. Ne? Ja, man kann nicht viel verkacken, das ist das Ding. Also man kann es nur schaffen. Alles klar, machen wir weiter, Leute. 600.038. Oh. 1945, zwei Stunden nach dem Treffen der Jericho-Leute mit Marcus, mit Josh, mit Simon und North. Bei dir alles okay? Hier wird man uns helfen. Bald ist das alles eine böse Erinnerung. Das sieht doch nicht so einladend aus, dieses riesige Haus, muss man sagen. Hier muss es sein. Und dann würde ich sagen, Leute, bei der nächsten Folge dann hier reingehen in dieses riesige, hässliche Haus. Liken, wenn es dir gefallen hat. Discord, Beitritt, Link in der Bio. Und dann würde ich sagen, Leute, wir hören uns dann, bleibt gesund. Und ciao, ciao.